ausgerüstet mit dem Argus AS10C-Triebwerk. Nummer 2. Didier Chablais mit dem MS-505. Herzlichen Applaus. Madam Bess, thank you for your nice display. Wonderful. Thank you. So, ein Storch verlässt die Bahn. Dieser von Peter Holloway mit dem 235 PS leistenden Leihkombi-Triebwerk ausgestattete Storch. Von Piero. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, da sind sie. Viermal Fieseler 156 Storch beziehungsweise Woran MS-505 aus dem Konstruktionsjahr 1934, konstruiert und gebaut in Kassel-Waldau. Konstruktionsleiter, Diplom-Ingenieur Gerhard Mewes und am 10. Mai im Jahr 1936 Erstflug des Storch-Prototypens. Ganz tolles Bild am Himmel. Das versetzt einen wirklich zurück in die vergangenen Jahre. Peter Holloway, Dirk Bende, Didier Schabel und Pierre Rodde, unsere Storch-Piloten. So, jetzt von links die Störche, die Nummer 4 im minimalen Langsamflug mit ausgefahrenen Klappen. Jetzt weiß man auch, warum der Fieseler Storch der Vorgänger für Hubschrauber war. Sie dürfen ruhig mal winken, denn dieser Pilot kann Sie sehr, sehr lange sehen. Mit dieser Wahnsinnsgeschwindigkeit von ca. 70 km/h. Meine sehr verehrten Damen und Herren, etwa 45, 50 km/h im Moment. Pierre Rodde mit der Leihkombi-Version des Storchs. Ja, natürlich wird es immer schwieriger, Originaltriebwerke wie zum Beispiel diesen Argus AS10C herzukriegen. Unheimlich wartungsaufwendig und damit natürlich teuer. Und dann bleibt einem manchmal nicht viel anderes übrig, als zu sagen, gut, wir rüsten um wenigstens die Zelle zu erhalten und diesen traumhaften Anblick viele, vielen Menschen noch über viele Jahre bieten zu können. So, Klappen gesetzt und da zeigt er uns mal die Ähnlichkeit um die Hochachse und jetzt stellt er ihn gegen den leichten Südwestwind. Vorwärtsgeschwindigkeit im Moment vielleicht 30 km/h. Der fliegende Beobachterstand, Fieseler Storch 156. Man hat sogar damals während der Einsatzzeit als Flugzeug bei der Wehrmacht mit diesem Flugzeug Telefonkabel verlegt. Der hier lacht, es ist wahr.
Abfangbogen. Und jetzt macht das Fahrwerk wieder die Grätsche. Jawohl, wunderbar gelandet. Mit diesem Relikt der deutschen Flugzeugbaugeschichte aus der Feder von Gerhard Fiesler bzw. von Reinhold Mewes aus dem Konstruktionsjahr 1935.